Hallo. Na, naja, ich nehme mal lieber Schnuller aus dem Mund. Ich film jetzt mal gerade aus dem, ja, Gefängnis. Ich bin im Knast. Nein, ich bin Laufstall drin natürlich für meinen Sohn. Ich habe gedacht, ach, sei mal kreativ, mach irgendwas, worauf du Lust hast. Und ja, ich habe eben gerade Lust gehabt, hier rein zu sitzen und den Blickwinkel eines Sohnes zu haben. Naja, die gleiche Höhe ist es, wenn ich in Schneidersitz sitze. Von daher, da ist ein Spielzeug hier und eine schöne Flauschedecke. Die ist flauschig mit einem schönen Panda-Bären drauf. Ich weiß nicht, ja, da sieht man es. Ja. Nee, nee, sieht man nicht. Ach, egal. Ja, ich mache ja eigentlich ja nicht das Video, wie ich Spielzeug auf Flauschedecke? Nein, Informationen gibt's. Ja, wie soll ich es beginnen? Dienstag, ne, was ist Dienstag oder Montag? Ich bin jetzt gerade selbst überlegen. Nee, Quatsch, Montag war es. Ja, Montag. Montag war ich jetzt, also diese Woche Montag war ich beim Arzt und mit meiner Frau natürlich. Und ja, wie soll ich sagen? Der Doktor hat, beziehungsweise die Ärztin hat festgestellt, dass ich eine Bronchitis habe. Wenigstens hat sie ordentlich untersucht und das als Vertretungsarzt. Also sie hat zwar auch abgehorcht und hat dann gehört, oh, das hört sich hier gar nicht gut an, das brodelt ja alles da. Also sie haben eine Bronchitis. Ja, da musste ich schöne Antibiotika nehmen und naja, nehme ich ja immer noch morgen die letzte Tablette. Sie hat mir ein starkes, aber irgendwie habe ich das doof für das hilft überhaupt gar nicht. Habe immer noch den scheiß Husten und weiß gar nicht, woher es kommt. Ja, mein PC ist ja immer noch tot, also die Lunge fehlt noch, also beziehungsweise die Grafikkarte. Für mich ist es eine Lungeart. Wie soll ich sagen, Prozessor ist für mich das Herzstück. Ja, Prozessor, das Herzstück und Arbeitsspeicher ist halt der Verstand, das Hirn, was arbeitet, also alles. Von daher, ja, die Lunge ist die Grafikkarte. Jetzt ist er so, ich habe mit Otto rumtelefoniert, die meinten halt, ja, weil die ja letzte Woche Freitag angekommen ist und da haben die gesagt, ja, die wird jetzt geguckt, ob was mit der los ist und dann wird die, weil es Retour ist, gut geschrieben auf mein Otto-Konto und das war's. Bin ich gespannt, wann es passiert. Die meinte angeblich, die eine meinte 5 Wochen, also es kann dauern. Der andere wiederum, nee, so lange dauert das auf jeden Fall nicht. Ja, und da habe ich jetzt gesagt, gut, weil ich aber arbeiten tue mit meinem PC halt. Habe ich gesagt, gut, dann bestelle ich mir jetzt eine und da habe ich die 1060 Extreme Edition mit, ja, von Gigabyte bestellt. Ich glaube, Gigabyte war es. Ja, Gigabyte. Aber wenn die mir nicht gefällt, dann schicke ich sie zurück, wegen, ich weiß halt gar nicht, also von Leistung hat sich's gut angehört, aber vom Preis her hätte ich eine kriegen können mit 8 GB, also eigener Speicher. Das wäre eine Asus Dual gewesen, 1070 mit 8 GB halt. Und ja, sage ich mal so, von der Speicher sind zwei mehr, aber dafür hat die Extrem, die ich jetzt bestellt habe, irgendwie die Prozessorleistung, also Grafikprozessorleistung ist schneller. Von daher, naja. Mal gucken, wann die ankommt oder ob sie ankommt oder wie es an passieren wird. Ich weiß es nicht. Das liegt alles bei Otto jetzt. Da stand 1 bis 3 Werktage, aber naja. Gut, ich hoffe, dass die Bronchitis mal eher weggeht. Solange gucke ich YouTube und auf mein Handy und werde das Video, was ich jetzt auch hoch aufnehme, auch hochladen von meinem Handy aus und mehr nicht. Mehr kann ich auch nicht machen, werde ich auch nicht. Aber das Handy ist so oder so ein, wie soll ich sagen, ein Aufnahmehandy. Von daher,
Es ist ein Handy, wo Bild, Video und alles mögliche ist. Es hat ein Foto-Handy. Es ist richtig dafür ausgestellt, Fotografien und Videos. Von daher nutze ich es aus. Warum nicht? Ja, mehr kann ich eigentlich nicht erzählen. Außer, wie gesagt, das Neue ist halt nur das mit der Grafikkarte jetzt halt, dass ich die 1060 bestellt habe. Extreme Edition von Gigabyte und ja, bin gespannt, wie die abgeht. Von Prozessorleistung hat sie mir gefallen. Von Speicher her, naja, das ist dann so wie die 980 Ti V1 Version, die ich hatte. Von daher macht es mir keinen Unterschied aus. Ja, ich weiß halt gar nicht. Also, wenn ich jetzt bedenke, Shadow of War, könnte vielleicht 8 Gigabyte auch für brauchen. Naja, egal. Ich werde mal gucken. Gut, lasst ein Abo, Like da und schreibt schön in den Kommentaren, je nachdem, was ihr auf Herzen habt. Ich versuche es auch, je nachdem, wie es, wenn, also je nachdem, wie ich sehe, sage ich mal, das zu beantworten. Mehr kann ich auch nicht versprechen. Und danke fürs Zuschauen und ich hoffe, das Video, auch wenn es eine kleine Information nur ist, hat euch gefallen. Lasst ein Like da und tschüss, euer Jackie.